So, willkommen zurück zu Call of Duty WW2 mit neuer Maus und Tastatur. Unsere nächste Mission ist Kollateralschaden. 18. Oktober 1900. Oktober, wir sind in Aachen. Die Krautfresser kämpfen wie die Teufel, denn die Alliierten sind zum ersten Mal in eine ihrer Städte eingefallen. Aber nicht zum letzten. 1944. So, Schwierigkeitsgrad wählen, machen wir wieder Standard-Soldat. Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Der Stress belastet uns alle. Ich hab den Eindruck, Schwäche gibt es hier gar nicht. Nur weiter so, Sie werden es bereuen. Ich sag ja nur, Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran! Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein! Hey, der lag hier rum. Von deiner Frau. Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaube, sie macht Schluss. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du, solange er zu ist, gehört sie noch dir. Au! Das ist das Schrödingers Brief. Was? Stimmt mit ihm? Das hört sofort auf! Wir greifen das Stadttheater um 0:37 an. Jeder stößt mal an sein Limit. Einfach jeder. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Daniels! Daniels! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gott verdammt! Wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg! Maximal 10 Minuten, sagen sie! Könnten auch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen sofort Panzerunterstützung! Panzer schützen unsere Flanke! Ich muss nachdenken, Gott verdammt! Wir haben keine Zeit zum Senden! Such Daniels! Sie und Herr Yellow gehen mit Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, dann geht's! Feuer. Okay, dann würde ich sagen, dann räumen wir mal. Benutzen Sie das Feldtelefon. Boah. Panzerfaust. Oh, erstmal ein bisschen aufräumen hier. Ja, bleib doch locker, ey. Da kommt denn das her, Alter? Oh, krass. Linie 2, over! Verstanden, aber das lässt unsere Flanke ungeschützt. Bewegen Sie trotzdem schnell, ziehen Sie Ihre Ärsche her. Verstanden, wir arbeiten dran. Und beeilen Sie sich, diese Pax reißt uns in Stücke. Over und out! Herr Männer, wir begeben uns zum Stadttheater. Das erste Platoon braucht uns. Feindpositionen unbekannt. Wechsel zu Funkgerät und Sprechanlage. Funkgerät eingeschaltet. Raps, wir drehen nach rechts und fahren zum Theater. Alles klar, verstanden, Perez. Abrams, Pooh, Sie warten hier mit dem zweiten Platoon und decken die Flanke, bis wir zurück sind. Bestätige. Verstanden, Perez. Achtsam bleiben und auf Infanterie in den Fenstern achten. Okay, Raps, Bewegung. Erreichen Sie das Theater und endlich mal Panzer fahren, der hat lange gedauert.
Sehr schön. Ah, das wird bestimmt cool. Hey, da bewegt sich was. Rechte Seite. Unsere Jungs am Theater machen denselben Scheiß durch wie wir. Sobald wir die Deutschen ausgeschaltet haben, stürmen sofort neue an. Ei. Völlig anderes Spiel. Sie wollen ein Blutbad und genau das geben wir ihnen. Sie haben nicht den Hauch einer Chance. Sie sehen das sicher anders. Panzerschränkung! Geschoss geladen! Ja. Das haben wir schon mal erledigt. Krautinfanterie einen Block weiter. Schusswechsel. Sie greifen unsere Jungs an. Oh, was ist denn hier los? Feuer freigegeben. Erreichen Sie den Platz. Uiuiui. Kriegen wir hin. Da oben steht noch einer. Den haben wir den Helm weggeballert. Und da war auch noch einer. Weiter jetzt. Ah, kommt her hier. Sehr schön, sehr schön. Ui, was ist denn da los? Hier ist aber richtig was los. Ei. Tja, das hat er nur davon. Hier, viel Spaß damit. Beeilung, Perez! Over and out! Gabs, das erste Platoon steht unter schwerem Beschuss! Alles klar, geben wir Gas! Der Sherman-Panzer. Der macht es möglich. Langsamer, ich sehe sie nicht! Ich sehe den Dom! Wir sind gleich da! Panzer, rechte Seite, rechte Seite! Na super, ey. Raus hier! Scheiße! Nein! Scheiße! Raus hier! Raus hier! Flankieren! Perez! Die Frontpanzer und diese Panzer sind zu stark! Wir müssen ihn flankieren! Ach du Scheiße, ey. Deutscher Panzer von rechts! Ja, ich bin dabei. Voll getroffen! Boah, die Steuerung des Panzers, ey, krass, ey, total schwer. Panzer, linke Seite! So, den müssen wir jetzt irgendwie flankieren, ey. Sichtkontakt zum Feind verloren, muss ihn finden. Da ist er. Ausgeschaltet! Raps, bitte melden! Sehr schön. Raps, hören Sie mich? Oh Gott, Raps, es tut mir leid. Bring uns zusammen. Was steht da? Klettern? Na los, unsere Jungs fahren. Rauf auf diesen Hügel. Panzer! Ach, super, ey. Ein Tiger! Na super, zwei Panzer, geil. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Na, das wird was, ey. Zwei Panzer. Rechte Seite!
Oh, war das knapp, ey. Oh, komm, fahr. Scheiße. Oh, von allen Seiten, ey. Ah, die müssen wir flankieren, ey. Shit. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Müssen wir ein bisschen taktisch machen hier. Ey, ich muss erstmal hier oben mit die Steuerung klarkommen, ey. So, ich hab keine Ahnung, wo die sind, ey. Okay, wir haben noch ganz wenig Energie. Der Schuss muss sitzen. Scheiße, ey. Sichtkontakt zum Feind verloren. Muss ihn finden. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Der wird links sein. Fährt er lang. Feind auf den Augen verloren. Wir müssen sie finden. Wir müssen den flankieren, ey. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Direkter Treffer. Komm, fahr. Ich denke mal noch ein bis zwei Schuss noch. Oh, wo ist der? Ich sehe sie nicht. Wo ist denn der Scheißpanzer? Oh, sehr schön. Hierauf, wo der Tiger herkam. Das Theater liegt hinter der Steigung. Deckboot Y27 an Willen. Wir halten das nicht mehr lange aus. Willen an Deckboot Y27. Rapson hat's erwischt. Nur noch wir sind übrig. Sind auf dem Weg. Das war schon sehr knackig, ey. Na los, unsere Jungs warten. Rauf auf diesen Hügel. Repariere, was noch zu retten ist. Das Theater ist ganz in der Nähe. Kannst du hier sagen, lass es sein. Die haben keine Chance, ey. Falls ausschalten, gab's Theaterfeuer. So, was haben wir da? Eine Flak 88, wa? Das ist das Theater. Kann das Kruppschalte der Scheiße denken. Da ist ein deutscher Panzer. Ach du Scheiße. Was? Ausschalten! Geht denn hier ab, ey? Oh, sehr schön. Infanterie
Erster Schritt! Wohnhäuser! Direkt voraus! Bleibe da! Sie ziehen sich zurück! Dranbleiben! Fast geschafft! Oh, wie viele da sind, ey. Oh, war ja krass, ey, mit dem Panzer. Villaland Blackwood 227. Platz gesichert. Wiederhole. Platz gesichert. Wir danken für die Hilfe, Sir. Blackwood White Ende. Gut, Perez hält die Stellung am Theater und deckt unsere Flanke. Wir müssen ohne Panzerunterstützung zum Hotel Allendorf vorrücken. Bewegung! Okay, dann mal los. Das Hotel ist seit Wochen eine Nazi-Festung. Eine N-Festung. Einfacher, wenn wir ein paar Panzer hätten. Perez muss die Position halten. Wir sind hier die Speerspitze, Private. So, er kann mir hier gleich mal Muni geben. Hast du Signalrauch, Aiello? Oder auch nicht? Warten wir doch lieber auf ein Ziel. Oh, die Maus ist ein bisschen zu schnell wieder eingestellt. Mal ist es ja langsam und dann wiederum zu schnell. Die Augen hoch. Auf die Fenster achten. Die Fassaden im Auge behalten. Oh, krass, die Maus, ey. Hammer. Irgendwas stimmt nicht. Es ist zu ruhig. Wachsam bleiben. Ruhig bleiben. Deckung suchen. Na los, Leute. Kriegen wir hin. Ach, Vorrücken, naja, dann machen wir das mal. MG, ah, ja. Der Straße. Vorrücken und nach einer Lücke suchen. Von da oben, ey, krass. Immer weiter. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal dicht da rankommen, ey. Schon wieder. Halte durch, Kumpel. Gehen Sie hinein. Ah, los, kommt her. Ach, hier fangen, Alter. Oh, krass. Die kleine Sau. Hat sich da echt noch versteckt, ey. Ja, erstmal hier kommen. Noch einen Verbandkasten. So. Zurück. Ja, geht auch so. Fordere die Mörser an, Daniels. Ja, entspann dich. Ich mach das schon. Oh, das ist meine Lieblingswaffe. Oh, erstmal Muni dran holen. Ach shit, da komme ich nicht mehr hoch. Ja, moin. So, wo kam denn jetzt her? Komm mal her, ich brauch Muni. Ich brauche Ihre Position. Bewegung. Das ist für Sie, Private. Dankeschön.
So, Leute, weiter geht's. Vorrücken. Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist ruhig. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was gaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Aber wenn wir zum Hotel kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern. Dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniel, Sussman, gehen Sie vor. Los jetzt! Wachsam bleiben. Diesen Wohnungen könnten überall Deutsche sein. Ja, und dann, wenn da Deutsche sind, werden wir sie halt wegsäbeln. Wo ist denn da das Problem? Ey, nicht strengeln, immer nacheinander. Wir sind sicher. Vorrücken, wachsam bleiben. Daniels, wir brauchen nochmal den Werfer. So, Leute, haltet euch fest. Nicht hinter mir stehen. 3, 2, 1. Kann nicht sehen. Auf jeden Fall hat sich angehört wie ein Teller. Oh, ich sehe. Oh, der ist runtergefallen. Krass, wie die abgehen, ey. Hier drüben sammeln. Rogers, vorrücken und den nächsten Raum sichern. Ja, Sir. Die Tür ist blockiert. Wir müssen uns durchquetschen. Sieht verdammt eng aus. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du hättest weniger Corned Beef essen sollen. Ah, sehr witzig. Daniels, Sie sind dran. Lass ich mal durch hier. Scheiße. Das hat doch nicht überlebt, ey. Werfe Rauch! Was ist das für ein Shotgun, ey? Shotgun. So, ich bräuchte eigentlich mal Muni. Ach, krass, ey. Ach, das war halt nicht... nicht clever. Jetzt wieder. Das war nicht clever von mir. Hat der das echt überlebt, ey? Ist ein Unding, ey. Da wie die drauf sind hier, Hammer. Ja,
Sir, bereit für Munition. Achtung, Daniels. Dankeschön. Muni ist ganz wichtig hier. Hier ist ein Verbandkasten. Das Hotel ist gleich da drüben. Ruhig bleiben, bis wir sie angreifen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Kommt geflogen. Die Treppen runter. Oh, die Tastatur ist schön, ey. Man hört keine Geräusche, nichts, ey. Herrlich. Der Laster versperrt uns den Weg. Ach, ist ja das Flugzeug, was hier abgestürzt ist. Alle anderen rücken ran und schießen. Verstanden. Daniels, brauche Hilfe. Na, dann wollen wir mal. Elender Bastard! Greifen Sie in den Takter. Er hat noch Benzin. Die Batterie funktioniert. Wir brauchen ein Transportmittel. Lieutenant, ich kann ihn überbrücken. Ach, das ist überraschend. Halt Maul, Bubi. Okay, Bewegung! Sichern Sie das Hotel. Noch eine Mauer. Sprengen Sie sie. Schaltet sie alle aus, klar? Also ich sehe keine Mauer. Vorrück! Bewegung! Wir müssen das Foyer sichern. Saspen nach rechts. Ayala nach links mit mir. Styles, erster Stock mit dir. Alles klar. Oh, hier ist richtig Action. Das ganze Hotel ist voll, ey. Oh, Granate. Shit. Bin da irgendwo hängen geblieben, ey. Schaltet sie alle aus, klar. Weg da. Okay, auf ein neues. Ja, die sind überall, genau. Und ein MG da oben, ey. So, mal Energie auffüllen hier. Hammer, ey. Schaltet sie alle aus, klar. Weg da. Nochmal von vorne. Wir müssen das Foyer sichern. Saß mir noch rechts. Ayala noch links. Hier. Styles, erster Stock mit Pierce. Ja, brauchen wir eine andere Strategie hier. Müssen wir halt anders machen. Alles voll hier, ey. Wir haben richtig dicke Knarren hier am Start, ey. Ja, immer mit der Ruhe hier. Boah, krass, war das knapp. Yes.
Scheiß MG, ey. Einfach mal durchrennen ist nicht drin, ey. Mal her hier, Muni. Das zweite Platoon sichert die Obergeschosse. Wir müssen den Keller sichern. Hol ich mir Muni. So. Nicht zusammenbleiben. Hier ist ein Verbandkasten. Ich könnte mehr gebrauchen. Die sollten reichen. So, und ein Medikit bitte. Hier rüber damit. Fang. So, wo sind wir jetzt drin? Im Weinkeller oder was? Hier ist ein Versteck für dich. Leck mich. Dann jetzt die Tür. Licht an. Wir gucken. Vielleicht haben sie etwas zu essen. Klingt wie ein Kind. Hat jemand Schokolade? Ja, Sir. Ihr seid sicher hungrig. Na los, nehmt sie. Wow, 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 wow. Schon gut, schon gut. Wir tun euch nichts. Wir tun euch nichts. Wir haben nichts zu essen. Bitte, helfen Sie uns. Nein, nein, die Krautverstärkungen sind jeden Moment hier. Wir haben keine Zeit, uns um Zivilisten zu kümmern. Das sind doch nur zwei. Sir, Sie sollten sich das mal ansehen. Na, ja, aus zwei wären zehn. Das kenne ich nämlich schon. Ah, perfekt. Scheiße. Ein paar hundert Meter entfernt war dieser Laster. Wir fahren ihn her und bringen sie alle raus. Bei allem nötigen Respekt. Unsere Mission lautet, das Hotel zu sichern. Sagen Sie, wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich flehe Sie. Wir haben eine Mission. Lassen Sie mich das mal machen. Keine Angst, alles wird gut. Sie übernehmen? Wann haben Sie mich im Rang überholt? Gar nicht. Okay, wir bringen die Leute hier raus. Daniels, Aiello, Sie holen den Laster und treffen uns an der Westseite des Hotels. Bewegung! Ich frage mich, was Sie sonst noch so vorhaben, Herr Sassman. Lassen Sie mich in Ruhe, Sergeant. Na, auf keinen Fall, Private. Auf keinen Fall. Jetzt heißt es wohl du und ich, Daniels. Schön. Holen Sie den Laster. Na dann. Von mir aus. Wann versteht sich Sassman so gut mit Deutschen? Was Sassman uns bisher wohl verschwiegen hat, ist seine deutsch-jüdische Familie. Wir haben wohl alle unsere. Sie haben ein Kind dabei. Und auch alte Menschen. Wir können nicht Leben retten. Das sind Zivilisten. Wir bringen sie in Sicherheit. Nichts anderes. Ja, ja. Na, da werden auf jeden Fall auch ein paar Deutsche kommen. Eine schöne Russenknarre hier. Okay. Braucht nur eine Minute, um ihn zu starten. Na, dann mach mal. Okay, gebe Deckung. Kam denn das her? Na, wenn wir hier mal ein bisschen aufräumen. Super, ey, krass. Komplett. Oh, ein dicker Panzer. Hallo, beeil dich, verdammt! Esch, mach mal hin, da. Kettenfahrzeug. Ah, super. Schön daneben.
schon erledigt. Oh, er hat es geschafft, sehr schön. Du hast es geschafft. Danke für die Deckung. Ich glaube, die formieren sich auf der Nordseite neu. Der Trupp muss das erfahren. Wir müssen die Leute hier rausbringen, schnell. Das oder uns hier verschanzen. So riskant. Sie dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Dafür ist es zu spät. Beeilung. Pearson hat recht, Daniels. Wir haben keine Zeit, uns um diese Leute zu kümmern. Das sind Zivilisten. Sie brauchen unsere Hilfe. Durchfahren und auf der Straße parken. Ja, Sergeant. Okay, bringen Sie die Zivilisten hier raus. Bewegung, Bewegung, Bewegung! So, wir müssen hier weg. Verstärkungen sind gut. Auf dem Weg. Noch ein bisschen weiter. Anna? Anna! Halt, wo willst du hin? Meine Schwester! Ich muss zurück. Was jetzt wieder? Sie glaubt, dass ihre Schwester in den Keller gerannt ist. Dann muss sie dort bleiben. Wir müssen diese Leute hier rausbringen. Na los. Lieutenant, lassen Sie mich gehen. Niemand geht. Sie haben 2 Minuten. Ich gehe mit dir. Nein, nur Daniels. Das ist zu gefährlich. Alle anderen sichern mit mir den Umkreis. Ja, Sir. Kommen Sie schnell zurück. Mach ich, Sir. Ja, super. War ja klar, dass ich wieder in den scheiß Keller rennen muss. Finden Sie Anna? Ja, mal gucken, wo sie ist. Scheiße! Scheiße! Ah, deutscher Bastard, Alter. Habe ich auch keine Waffe, nix. Scheiße! Ich muss Anna finden. Anna! Super. Fehlanzeige. Hallo? Fehlanzeige. Komm, ich guck hier mal. Anna! Hoffe, sie ist nicht nach oben gegangen. Wo ist sie hier? Anna, wo bist du? Mann, wo ist denn die Göre? Hey, Kleine. Komm, bringen wir dich zu deiner Schwester. Ich hab Kasper gefunden. Komm her. Entkommen. Alles gut. Bringen Sie Anna zurück. Na super, ey. Wo kommen denn die so schnell her? Jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. Du machst das toll. Und ja. Super, ey. Lass mal gucken, wie wir hier rauskommen, ey. Er hat uns nicht gesehen. So, er geht da lang und jetzt kommen wir raus. Sehr schön. Ja, geh mal ruhig weiter. Was soll das? Du wolltest wieder raufkommen! Scheiße! Los, Rinder! Soll das sofort wieder aufkommen? Kasper.
Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Ach, den hätte ich zu gerne was vom Kopf gezogen, ey. Oh, schade, hat er ja Glück gehabt. Du machst das toll. Wir haben es fast geschafft. Ich bin eher super. Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Bring uns hier raus. Oh, und schon geht der Baller weiter hier. Das machst du toll. Nur noch ein kleines Stück. Wo kommen die alle her? Wir müssen in Bewegung bleiben. Boah, heftig, ey. Kam da ein Ding hier flogen. Feier, ey, was hier abgeht, ey. Bringen Sie Anna zurück. Ich hoffe, das wart jetzt. Anna! Danke. Mama hat gesagt, ich soll mich um Kaspar kümmern. Sie kommen nicht zurück. Ab hier kommen Sie alleine klar. Gehen wir. Wir eskortieren Sie. Das ist ein Befehl. Pearson hat recht, Sir. Wenn wir Sie begleiten, werden Sie vielleicht beschossen. Ziemlich riskant. Private Sussman, wir sichern diese Straße und bringen sie dann raus. Verstanden? Verstanden, Sir. Ich glaube nur, dass sie alleine sicherer wären. Und wenn wir den Deutschen das Hotel überlassen, ist das eine Gefahr für alle Trupps, die hier durch wollen. Das ist nicht Kasserin. Wir haben die Oberhand. Ab auf den Truck mit ihnen. Ihre Entscheidung. Verteidigungspositionen! Alter, das Spiel hat kein Ende. Krass, verteidigen Sie Ihre Position. Oh, Flammenwerfer. Alles sicher. Alles sauber. Straße ist frei. Geht's allen gut? Alle vollzählig. Kann einer von Ihnen einen Laster fahren? Wir brauchen einen Fahrer. Ja, ich kann fahren. Dann los. Eieieiei. Sie haben den Truck beschossen! Erika! Bitte, Erika, hör auf! Sie ist tot! Nein! Gehen wir! Los! Was soll das werden? Ich befolge Befehle. Alle mal zurück zum Hotel! Los, los, los! Hey, wir können nichts mehr tun. Wäre sie doch mal im Keller geblieben. Wir haben Aachen gesichert, einen westlichen Korridor zum Rhein geöffnet. Aber die Kluft zwischen Turner und Pearson wird größer. Und nicht nur unsere Leben hängen davon ab. War schon geil. So, unsere nächste Mission ist dann die Todesfabrik. 14. November 1944. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später. Haut rein. Bis dann.